Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. In der letzten Folge haben wir mit Eve gespielt, haben leider, also wir sind bis zu The Lamp gekommen, haben den aber leider nicht besiegt, was traurig ist. Das heißt, wir brauchen immer noch mit Eve und mit Lazarus The Lamp, sonst haben wir mit jedem The Lamp. Aber ich habe gesagt, wir stellen heute wieder einen Seed vor, ein Fun-Seed. Und deswegen gebe ich den einfach mal ein. Und zwar heißt dieser Boop-Tube mit Nullen. Boop-Tube heißt der. Und dieser Seed macht folgendes. Wir spielen einfach mal mit Isaac, würde ich sagen, weil der D6 einfach cool ist. Dieser Seed macht folgendes. Er macht das Bild anders. Yay, jetzt ist das so ein Fernsehbild quasi. Denn Boob Tube heißt nicht etwa Boob wie Brust, sondern Boob Tube wie Fernsehglotze. Eine Glotze. Und ihr seht schon, dadurch sieht man die Gegner richtig, richtig schlecht und das ganze Bild ist so ein bisschen gekrümmt. Es hat eigentlich Stil, so wie früher diese alten Fernseher, diese Röhrenfernseher, wenn das noch einer von euch kennt. Heutzutage gibt es ja nur noch Flachbildschirme und LCD und LED. LED? LED-Fernseher? Gibt das sowas? Keine Ahnung. Auf jeden Fall kennt man das gar nicht mehr. Yay. Oh, schön auch mit diesen ganzen Rillen dazwischen. Ja, und so wird jetzt der Seed hier ablaufen. Und wir kriegen sogar gleich eine Joker-Karte. Ja, setzen wir sofort ein. Das kriegen wir. Oh. Okay, Death Touch kaufen wir. Kaufen wir. Jetzt haben wir zwar nur noch ein Leben, aber das passt schon, denn wir haben Death Touch. Und Death Touch ist ein HP, ne, kein HP. Ein Damage-Up und wir sind tot. Das ging schnell. Na gut, dann nochmal. Hier, was ich mich auch letztes Mal gefragt habe, wenn man ein Seed eingibt, dann sollten ja eigentlich die ganzen Raumstrukturen und so gleich sein. Aber bei diesen Fun-Seeds ist das anscheinend doch jedes Mal anders. Wenn ich das jetzt so sehe. Ist er immer noch Boob-Tube? Sonst wäre der Effekt nicht da. Aber die Raumstruktur ist anders. Ziemlich interesting, oder? Ziemlich interesting. Oh, das war richtig schlecht eben. Hat uns einfach eine Super-Version getroffen und dann sind wir sofort gestorben. Aber ich kann doch nicht Death Touch nicht mitnehmen. Ich hasse sowas. Wieso müssen die Fliegen über den Stein sein? Das ist so nervig. Da muss man einfach auf die warten, bis sie kommen und kann nichts machen. Los, komm her jetzt. Ich beachte dich auch nicht. Guck, ich guck weg. Komm bitte her. Komm bitte aus dem Versteck raus. Oh mein Gott. So, jetzt schnell hinlaufen und... Okay, haben wir bekommen. Sehr schön. So, doch, wir haben eine Bombe. Ich wollte schon gerade schon sagen, schade, dass wir keine Bombe haben. Aber dabei haben wir ja eine. Und kriegen zwei Spinnies. Na gut. Dann halt nicht. Eine Bombe verschwendet, ein Leben verschwendet. Passt schon. So muss das laufen. So, oh Gott, es laggt. Wieso laggt es? Wegen dem Seed oder? Ne, eben hat es auch schon geleckt. Ich habe eben schon mal einmal kurz reingeschaut, was das überhaupt macht hier. Und da hat es auch schon geleckt. Ich weiß nicht warum. Ich habe eigentlich keinen weiteren Mod installiert. Aber irgendwie in letzter Zeit laggt mein Spiel häufiger mal. Oh wow. Wir haben keine Leben mehr. Oh nein, wir werden nochmal sterben. Oder laggt es jetzt, weil BoobTube das Bild laden muss? Keine Ahnung. Oh. Autoturret ist eigentlich gar nicht mal so scheiße. Aber könnten wir auch rerollen, ist die Sache. Aber so ein Autoturret ist eigentlich ganz schön schnieke. Wir rerollen's. Wir kriegen den Mystery Sack. Mystery Sack, oh. Das ist toll. So ein Mystery Sack. Der Mystery Sack gibt verschiedene Sachen. Je nachdem, was es gerade so bereithält, gibt es dann entweder eine Bombe, einen Schlüssel oder irgendwas anderes. Wenn ich mich recht entsinne, auf jeden Fall. Ich weiß es immer noch nicht ganz genau. Aber ich glaube, das macht es. Denn es gibt ja auch den Bomben-Sack. Der gibt Bomben. Und dann gibt es noch den. Es gibt gar keinen Schlüsselsack, oder? Warum gibt es denn keinen Sack für Schlüssel? Das ist ja voll assig. Voll die Diskriminierung hier. Es gibt eine für Geld und für Bomben, glaube ich. Aber nicht für Schlüssel. Aha. Ist ja interessant. Edmund mag also keine Schlüssel. Okay. Und ich habe auch jetzt erfahren, dass Gabby's Tale. Oh, es leckt aber wirklich. Gehört das einfach zu dem Seed dazu oder nicht? Egal. Dass Gabby's Tale die Chance verringert auf Schlüssel und sowas. Und deswegen haben wir auch in der letzten Folge gar keine Schlüssel gefunden. Ja. Weil halt, die werden quasi ersetzt durch mehr Kisten.
Und wenn das dann alles goldene Kisten sind und man einfach keine Schlüssel hat, dann kriegt man nun mal in einer Ebene 8 Kisten, die man nicht öffnen kann. Ist halt so. Okay. So, wir können das Boss-Item leider nicht rerollen. Ist die Frage, ob wir das überhaupt wollen würden. Wahrscheinlich kriegen wir ein Lebensupgrade. Könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Oder einen kleinen Gemini. Nee, ich glaube, den kann man gar nicht bekommen, oder? Beim Boss Gemini kann man, glaube ich, nicht Gemini bekommen. Wäre ja auch unlogisch. Man tötet ja Gemini. Wieso sollte man den dann bekommen? Andererseits tötet man auch Gish bei Gish. Und kriegt trotzdem Gish. Eigentlich unlogisch. Lulululululu. Wir machen keinen Schaden. Vielleicht stirbt er trotzdem irgendwann. Dann kann der uns treffen und dann sind wir bald tot. Ja, ja. Hat er gerade einen ganzen Schaden gemacht? Das war auf jeden Fall eine super Version. Kann sein, dass er einen ganzen Schaden macht. Hilfe, Hilfe, geh bitte weg von uns. Oh nee, er kommt immer näher, er kommt immer näher. Stirbt er davor, stirbt er davor. Gut. Und wir kriegen ein Tiersub. Tiersub, yay. Und wir haben rote Tränen, die aber nur kosmetisch sind. Machen nicht mehr Schaden. Das ist gut zu wissen. Und ich muss dieses, dieses Zwischending noch wegmachen. Da war eben noch Iron Man. Isaac als Iron Man. Das ist ja falsch. Okay, das ist ein blauer Stein. Wir haben allerdings keine Bomben. Das heißt, wir können nichts machen. Das heißt, wir müssen noch Bomben finden. Aber mit unserem mystischen Sack der Erkenntnisse kriegen wir wahrscheinlich irgendwann noch eine Bombe, hoffentlich. Und schon wieder so ein blöder Raum. Warum? So, komm her. Zum Glück können wir da wenigstens ein bisschen durchschießen. Dass wir die zumindest ein bisschen öfters treffen. So, das lief ganz gut. Oh wow, haben wir einen Knockback. Oder die Viecher halt. Haha, perfekt durchgeschossen. Ja, gut. Einmal noch treffen, dann sollte er, glaube ich, genau, kriegen einen Schlüssel dank unseren Mystery Sack. Okay. Eine Bombe wäre besser gewesen, aber ich gebe mich auch mit dem Schlüssel zufrieden. Hilfe, Hilfe. Oh nee, jetzt haben wir wieder nur ein halbes Leben. Oh nein. Ich will nicht wieder sterben. Okay, was haben wir hier? Hier haben wir gar nichts. Wir haben auch keine Bomben. Immer noch nicht. Oh nee. Ich will nicht in den großen Raum. Wir gehen erstmal in den kleinen Raum. Vielleicht ist da ja irgendwo der Shop nebenan. Nee, aber immerhin der goldene Raum. Oh nein. Kann nicht sein, dass wir so schnell sterben. Was ist denn hier los? Ich sollte mich vielleicht nicht einkesseln lassen. Okay. Gut, bitte ein Herz, bitte ein Herz. Ah, bitte Full Health. Was haben wir hier? 25 Münzen. Okay, jetzt müssen wir auf jeden Fall den Shop finden. Die Sache ist jetzt, wir müssen in den etwas größeren Raum da reingehen. Das wird nicht schön. Das wird überhaupt nicht schön. Na, was sind... Oh nein, Springegegner auch noch. Aber die können wenigstens in die Luft hüpfen, oder? Dass sie direkt auf uns landen? Ich glaube nicht. Okay, ist also möglich. So, Boop-Tube. Boop-Tube. Boop-Boop-Boop-Tube. Schade, dass wir nicht so OP werden wie in dem anderen Seed, den ich vorgestellt hatte. Ich habe schon wieder den Namen von dem vergessen. Doch, Cockfight. Cockfight hieß der. Ja, ja. Der Hahnenkampf, nicht der Pimmelkampf. So, was haben wir denn im Shop? Wir haben zumindest ein Herz. Das holen wir uns schon mal. Dann mehr Platz. Das können wir mal rewallen. Hätte ich nicht... Doch, hätte ich kaufen sollen. Evil Up. Gut. Gut, gut. Gut, 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 gut. Die Bombe nehmen wir auch mit. Und den Schlüssel nicht. Dafür aber die Batterie. Die hätten wir vielleicht später kaufen sollen. Aber egal. Egal. Da liegt ja noch eine Batterie. Ja gut, dann hätten wir die gar nicht kaufen müssen. Ach, verdammt. Unnötig. Auf jeden Fall können uns jetzt keine Curses mehr eilen. Das heißt, wir werden keine Curses mehr bekommen. Ja. Also kein Curses Maze und etc. Und das ist toll. Hallo Monstro. Von ihm werden wir höchstwahrscheinlich ein Lebensupgrade bekommen. Und wenn wir nicht getroffen werden sollten, dann höchstwahrscheinlich auch noch ein Devil Deal. Und den könnten wir dann rerollen. So. Aber zunächst müssen wir darauf achten, nicht getroffen zu werden. Aber ich mag diesen Stil eigentlich. Diesen Röhrenstil. Erinnert mich an die guten alten Zeiten, wo das Bild noch schlecht war. Oh Mann. Aber mit der Zeit gewöhnt man sich eigentlich dran, oder?
Sieht so aus, als wenn einfach alles aus Holz hier wäre. Wenn man das aus einem anderen Blickwinkel sieht. So, egal. Auch schön, wie die Seiten einfach so ein bisschen schwarz sind. Das finde ich alles schön. So, wir schauen erstmal hier rein. Nehmen wir mit. Evil up. Oh nein, es... Guck mal. Diese Striche, die bewegen sich so ganz langsam nach unten. Oh, das ist cool. So, und was war das? Das war dieses Stärker-Macht-Ding, oder? Ja. Ja gut, unser Schaden ist nicht so hoch, aber ich nehme es mal lieber trotzdem nicht mit. Wir könnten das rerollen. Lebensupgrade rerollen ist die Sache. Wollen wir das? Wollen wir echt ein Lebensupgrade rerollen? Überlegen wir uns noch. Wir holen uns jetzt erstmal den goldenen, den blauen Stein, der hier irgendwo war. Ich glaube, hier war irgendwo einer, oder? Ah, hier ist zumindest ein Schlüssel. Den können wir uns auch holen. Wir hätten zwar hier unten sprengen sollen, aber macht nichts. Kriegen ein Herz. Okay. Jetzt haben wir nur noch eine Bombe. Das heißt, wir kommen wieder nicht an den blauen Stein da rein. Na gut. Na gut, na gut. Aber hier oben war noch ein Stachelraum. Müssen wir zwar ein schwarzes Herz lassen, aber das lohnt sich wenigstens nicht. Verdammt. Na gut. Wir können unsere letzte Bombe einsetzen, um nach einem Geheimraum zu suchen, der entweder hier unten oder da oben ist. Oder an noch zwei anderen Stellen. Also lassen wir das lieber. Wir lassen das lieber. Und, oh ja, wie wollen wir jetzt das Lebensitem? Ich verliere halt immer so sau viele Leben. Na komm, wir rerollen das. Kriegen noch ein Evil ab, finde ich gut. Und ein paar Bomben. Oder beziehungsweise, doch, wir haben zwei Bomben. Okay, dann laufen wir nochmal zurück. Ah, verdammt. Aber ganz viele Evil-Ups immerhin. Ganz viele schwarze Herzen für uns. Und unsere Hände glühen vor Feuer. Wir sind ein Pyromane. Pyromaniac. So. Ist mir eigentlich egal, dass er die wegschiebt. Denn wir müssen ja nur irgendwie den blauen Stein hier bekommen. Okay, wenn er ihn da wegschiebt, ist scheiße. Okay, zwei blaue Herzen. Das hat sich doch gelohnt. Okay, perfekt. Dann können wir auch diese Ebene jetzt endlich mal verlassen. Nach 10 Minuten haben wir dann auch mal Basement 2 geschafft. Wow. Kamen wir da noch irgendwie ran? Wir haben nur eine Bombe. Wir bräuchten ein paar mehr als eine Bombe. Na gut, dann lieber nicht. Hier ist auch kein blauer Stein, so wie ich das sehe. Gut. Das sieht irgendwie so aus, als wenn hier der Geheimraum wäre. Aber ich lasse es lieber. Da behalte ich meine Bombe lieber. Bevor wir gleich zu wenig Bomben haben. Und dann können wir in die nächste Ebene. Boop, tube, everybody. Oh, ein Challenge-Raum. Mit einer goldenen Truhe. Wo alles doppelt rauskommt, weil wir dieses Ding gekauft haben im Devil Deal. War doch das alles verdoppelt, oder? Oder? Keine Ahnung. War das dieses Papier, das geblutet hat, oder nicht? Auf jeden Fall müssen wir noch Damage finden, so wie ich das gerade sehe. Oh ja, oh weia. Boah, wir machen gleich gar keinen Schaden. Läuft bei uns. Hallo, Larry Senior. Au. Ich begrüße ihn und was macht er? Er will mich fressen. Richtig unhöflich, Larry Senior. Senior. Kriegen wir noch irgendwas? Nein. Na gut, dann nicht. Wenigstens haben wir keine Curses mehr. Hi. Tschüss. Hi. Was passiert, wenn ich jetzt eine Amnesia-Pille finde? Das ist ja quasi auch ein Curse. Nee, eigentlich nicht, oder? Oder doch? Dann ist es eigentlich meine eigene Schuld. Das heißt, die Kerze macht Amnesia wahrscheinlich nicht weg. Laut meiner Vermutung nicht. Und das werden wir rerollen. Denn das ist nur der normale Fetus. Also Bomben. Bomben-Droppen-Dings. Und darauf habe ich keine Lust ohne den Remote-Detonator. Selbst wenn wir ein bisschen Schaden bräuchten eigentlich. Ist das eigentlich auch ein Special-Item? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber ich werde es rerollen. Auf jeden Fall. So. Vor allem, weil wir das in den letzten paar Ones schon die ganze Zeit immer hatten. Ist ja langweilig, wenn wir es immer mitnehmen. So. Noch ein Herz. Wir haben dieses Petrified-Ding. Scheißhaufen-Ding. Deswegen sollten wir... Ah, okay, sind die wenigstens alle tot, danke. Oh ja, nehmen wir mit.
Die Batterie wäre eigentlich auch ganz geil. Dafür bräuchten wir nur ein bisschen Geld. Geld, 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 Geld. Da haben wir schon den Boss. Aha, okay. Bitte nicht. Oh, oh. Oh, oh. Okay. Wir haben den Petrified Penny. Die Chancen stehen gut, dass wir hier ein bisschen Geld rausbekommen. Okay. Fehlen nur noch zwei weitere. Und jetzt ist die Sache. Wie wollen wir... wir machen erst den Boss. Wir machen erst den Boss. Denn eventuell, wie wollen wir auch das Item, was wir hier bekommen. So, und dann nehmen wir vielleicht doch das Bombending mit. Oh, ich hasse dich. Ich hasse dich als Gegner. Warum? Warum gehört die? Das ist echt widerlich. Gertie, du bist widerlich. Besser widerlich als widerlich. Na. Okay, mach wenigstens seine eigenen Kreaturen tot. Aua. Und sich selber auch. So ein bisschen. Oh mein Gott. Der ist fast so schlimm wie The Cave. Okay, ein Damage-Up, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Also Tiersab ist ja quasi Damage-Up. Und dann schauen wir halt mal hier rein. Krampus. Oh, hier könnten wir einen Trick anwenden. Da wir sowieso nichts freischalten, werde ich das gleich mal machen. Ich werde das gleich mal machen. Und zwar, wenn wir Krampus besiegen. Moment. Kann ein bisschen dauern. Aber wenn wir gleich mal Krampus besiegt haben, dann können wir Exit Game machen. Wieder reingehen. Okay, das hat nicht so funktioniert, wie ich wollte. Hä? Eigentlich? Okay, muss man warten, bis das Ding kommt, oder wie? Okay, warte kurz. Besiegen wir ja kurz nochmal. Hä? Ich dachte, so funktioniert das, aber irgendwie funktioniert das doch nicht so. Vielleicht muss man erst warten, bis das Item kommt. Kann sein. Auf jeden Fall gibt es einen Krampus-Glitch. Eigentlich. Ist ja denn, der wird jetzt rausgepatcht. Dann nicht mehr. Logisch, logisch. Und dieser besagt, so, dass man rausgeht, wenn das Item kommt oder wenn man ihn halt besiegt hat, wieder reingeht und dann sollte er wieder da sein. Klappt bei mir nicht, keine Ahnung. Vielleicht haben die es rausgepatcht. Ich habe den einfach nicht verstanden. Eigentlich sollte man ihn besiegen, dann rausgehen, wieder reingehen, dann kriegt man ein Item, kann ihn nochmal besiegen und kriegt nochmal ein Item und so. Ja, keine Ahnung. Kriegen ein schlechtes Item allerdings. Ah, Book of Sin ist genauso schlecht. Oh, nee. Was kriegen wir? Pheromone, wow. Naja. Das ist jetzt schlecht. Der Teufelsraum ist nicht mehr da. Bedeutet, wir müssen das Teil doch mitnehmen. Wir müssen den Fetus mitnehmen. Weil, okay, nee, warte. Vielleicht können wir ja nochmal rerollen. Aua. Die Chance gibt es natürlich immer noch. Ach ja, das erinnert mich an die alte, an den alten Seed. Ja, ja, dieses Gruppenkuscheln, das habe ich vermisst. Okay, warum ist da nicht der Geheimraum? Wieso macht ihr mir nicht den Geheimraum auf? Ganz schön assig von denen. Okay, wir haben zumindest unsere 15 Münzen. Das heißt, wir holen uns jetzt die Batterie, dann geht das ein bisschen schneller mit unserer Aufladung von unserem Würfel. Dann können wir öfters rerollen, rerollen. Das gute alte Rerollen. So. Ach, die ist sogar einmal ganz voll dann gleich von... Okay, nice. Das mag ich. Ist das ein blauer Stein da unten? Sieht fast so aus, ne? Jupp. Dankeschön. Na gut. Dann rerollen wir, glaube ich, einfach mal das Ding. Und machen aus den normalen Fetus Epic Fetus. Ja gut, jetzt sind wir OP. Na also, hat sich doch gelohnt. Lol, wir haben einfach aus den normalen Fetus den Epic Fetus gemacht. Okay. Okay, habe ich nichts gegen. Habe ich in der Tat nichts gegen. Dann können wir jetzt sogar nach allen Geheimräumen suchen. Oh, schade, dass das jetzt ein Seed ist. Andererseits haben wir halt sowieso schon mit Isaac alles, also ist das voll egal. So. Ist ja denn, wir wollen noch irgendwann auf Kill, auf Windstrake gehen, aber das dauert noch. Das dauert noch, bis wir das machen. So, so. Das Gute bei Windstrake ist halt, man kann entscheiden, welchen Boss man besiegt, ob The Lamp oder
Oh mein Gott. Oder halt. Wer ist der andere? Das Blue Baby. Und ich bin ja eher für das Blue Baby immer. Ich mag Salam nicht. Ich mag vor allem nicht. Oh lol. Ich mag vor allem nicht. Den Satan. Der Satan ist richtig assig. Und die Hölle auch. Alles assig. Dann mag ich die Kathedrale viel mehr. So. Noch ein bisschen Geld. Okay. Okay, okay. Ich gehe hier einfach mal rein. Vielleicht kriegen wir was Gutes. Oh ja. Ein Katzenitem immerhin. Sehr schön. So, kein super Geheimraum. Vielleicht da unten. Vielleicht da. Na gut. Ich schaue trotzdem überall nach. Da ist einer. Mit Geld. Yummy. Yummy. Geld, Geld. So. Jetzt fehlt nur noch der super Geheimraum. Der sollte ja an sich auch irgendwo sein. Die einzige Frage ist, wo? Wo wird der Supergeheimraum sein? Meine lieben Freunde, sagt es mir bitte. Ich weiß es nicht. Oh, so viele Steine. Alle Steine kaputt machen. Regenbogen. It's a rainbow. Nein, ein Regenbogen. A rainbow. Da ist er ja. Hallöle. Was haben wir denn hier für Pillen? Oh, eine Helferpille. Oh, eine Badgas-Pille. Oh, eine Pheromone-Pille. Oh, noch eine Helferpille. Oh, noch eine 48-Stunden-Energie-Pille. Oha, okay. Konnten wir noch irgendwas rerollen irgendwo? Irgendwas? Nö. Kaufen wir uns das. Und das Herz auch, einfach weil wir es können. Eine Pille. Eine Tierstone-Pille, ist uns egal. Wir haben sowieso kein Tiers irgendwas. Wir haben nicht mehr Tränen, wir haben Airstrike-Dinger. Okay. Dann sind wir hier, glaube ich, durch. Nehmen noch das halbe Herz mit. Und hallo, Ebene 4. Ja, Ebene 4. Schade, dass diese Zwischenfrequenz nicht auch in diesem Tube, Boob-Tube-Style ist. Das hätte nochmal ein bisschen mehr Stil. Au. So, komm her, du Spinne. Noch einmal ausweichen kannst du mir nicht. Okay. Warum werden diese ganzen Seed-Ones eigentlich so OP? Und warum war da Stachel, die ich nicht gesehen habe? Okay, das war dumm getroffen. Wir kriegen wieder unseren Tiers ab. Bringt uns zwar gar nichts mit diesen... Ah, Tränen, aber ist egal. Okay, da kriegen wir noch ein paar weitere Pillen. Bombs Aki. Okay, da wir jetzt gerade mehr Schlüssel haben, werden wir es nicht einsetzen. Da wir sowieso unendlich Bomben quasi haben, um überall reinzugehen, brauchen wir sowieso keine Bomben mehr. Noch eine Bombs Aki, Bombs Aki. 48 Stunden Energie. Und weiß man nicht. Health Down. Dann ist das auch eine Health Down, brauchen wir nicht. Okay. So. Eine 10er Münze. Okay, 48 Stunden Energie. Das heißt, wir können ganz oft die Items rerollen. Das hat doch was. Immer noch Bombs Aki. Dass ich mir das nicht merke. So. Perfekt. Da haben wir den goldenen Raum. Hilfe. Oh, Spinnies, 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 Spinnies. Hilfe. Natürlich trifft er mich. So, was haben wir hier? Sworn Protector. Libra. Okay. Sure. Ja, ja, kann man eigentlich was mit anfangen. Ich schau mal, ob wir noch irgendwie ein heftiges Damage, Tiers abbekommen oder sowas. Das wäre ganz schön. Mit Libra ist das eigentlich ganz cool. Ansonsten werde ich Libra wahrscheinlich rerollen, weil es uns bisher nicht wirklich was bringt. Vor allem nicht mit unserem Airstrike. So, und so. Schauen wir kurz in den Shop rein. Was haben wir hier? Eine Broken Watch.
Okay, gehen wir auch gleich nochmal zurück. Wir können ja ein paar Mal rerollen. Mit etwas... Oh, oh. Oha. Mit etwas Glück sogar zweimal. Also beziehungsweise dreimal. So. Okay, perfekt. Kriegen noch einen Schlüssel. Man hört wieder meine Hunde. Die mögen es irgendwie immer zu bellen, wenn ich aufnehme. Den ganzen Tag bellen sie nicht, aber sobald ich aufnehme... Wow, 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 wow. Oh mein Gott. Okay, ich hole mir... Hole ich mir. Dann können wir öfters rerollen. Hole ich mir. Tierstar, sehr gut. Ganz cool. Okay, und dann rerollen wir höchstwahrscheinlich Libra. Das ist doch Libra, oder? Sieht für mich auf jeden Fall aus wie Libra. Waage. Sieht das aus wie eine Waage? Ist das eine Waage? Ich glaube, das ist eine Waage. Libra. Libra, ja, ist Libra. Macht das noch irgendwas anderes? Oh, es gibt 6 Schlüssel, 6 Bomben und 6 Münzen. Okay. Aber Libra ist so eine Sache. Nee. Wir wollen das. Kriegen Crickets. Crickets Buddy. Bringt uns gar nichts, das bringt uns genauso wenig. Gut, dankeschön. Können wir noch ein paar Mal rerollen? Nee. Double Shot. Bringt das was mit diesem Ding? Eher nicht, oder? Haben wir noch genug Räume? Ich glaube nicht. Gut, nehmen wir den Double Shot mit. Ist dann, glaube ich, das Beste. Kommen da jetzt 2? Nee, trotzdem nur einer. Okay, bringt also gar nichts. Da haben wir jetzt ganz schön oft gerewollt und haben trotzdem nichts Gutes bei rausbekommen. Das ist gerade ein bisschen traurig. Naja, dafür haben wir jetzt eine Brille. Endlich sehen wir, was hier abgeht. Na gut. Die holen wir uns. Komm her, Geld. Alles mein Geld. Nom nom. Na gut, hallo Dark One. Na, ich mache leider nicht so viel Schaden, wie ich gerne tun würde. So. Aber genug auf jeden Fall. Und kriegen noch ein AP ab. Sehr schön. So, 5. oder 6. 5. Ebene erst. Oha. 5. Ebene in 23 Minuten. Läuft bei uns. So. Na, was gibst du ein Schönes? Wir können in der Zwischenzeit hier mal die ganzen Steine kaputt machen. Ein Lebensupgrade. Finde ich gut. Dankeschön. Was haben wir hier? 2 Schlüssel. Kann man den eigentlich wegsprengen? Kann man tatsächlich? Wow, cool. Man kann alles in die Luft sprengen. So, noch ein Schlüssel. Noch ein blaues Herz. Ach so, dieser Mystery Sack kann sogar alles geben. Von blauen Herzen bis zu Schlüsseln, bis zu Münzen, bis zu allem. Oh, da war ein weißes Herz. Wir werden wahrscheinlich keine 3 Leben mehr verlieren, deswegen nehme ich das jetzt einfach schon mal mit, bevor wir den ganzen Weg wieder zurücklaufen müssen, worauf ich so gar keine Lust habe. Au. Das ist halt das Schlechte an Epic Fetus. Oh, fuck. Dass es so richtig lange dauert, bis der Schaden runterkommt. Und jetzt haben wir trotzdem richtig viele Leben verloren. Wir verlieren diese 3 Leben doch noch. Nein. Niemals. Oh, fuck. Okay, nächster Treffer und unser weiß... Das ist doch nicht dein Ernst. Ja, geil. Ich find's, sag... Ja, wir werden eh nicht getroffen. Und genau dann, 2 Räume danach, ist er schon wieder weg. Ja, gut. Unser schöner Puffer von 3 Herzen. Mano. Sowas Blödes. Ich kann's halt, Leute. Ich kann's halt einfach. Ich darf das und ich kann das. Und deswegen tue ich's. So. Noch ein Gegner, was? Ach, da unten.
Okay, ist ja noch nicht Mom, das heißt, wir können da... Ist nicht Mom, oder? Nee, Debs 1 ist nicht Mom. Monster 2, hallo. Nein, mach nicht einen Laser. Oh. Okay, das ist nervig, wenn er springt und wir ihn deswegen nicht treffen. Möchtest du nicht lieber deinen Laser machen? Dankeschön. So bist du angenehmer, wenn du einfach die ganze Zeit deinen Laser machst. Cool, kriegen wir einen Devil Deal? Kriegen wir einen Devil Deal? Kriegen wir einen Devil Deal? Kriegen... Oh. Das Wii wollen wir, das nehmen wir mit. Tears ab, HP ab, alles Mögliche ab. Oh, jetzt ist unser unsere schöne Kopfbedeckung weg. Jetzt kann man uns nicht mehr als Nonne erkennen. Oh nein! Was haben wir hier? Their Options. Hätte ich auch gern. Their Options ist ein cooles Item. Allerdings brauchen wir dafür erstmal noch ein bisschen Geld. 6 Münzen. Den goldenen Raum müssen wir ja auch noch finden. Und... So. Wir könnten vielleicht noch den Supergeheimraum suchen. Aber nee. Ich denke eher nicht. Was haben wir hier? Okay. Blast Damage Up. Nee, Homing Bombs. Ach, puh. Ich dachte, das ist Blast Damage Up. Weil Blast Damage Up wird ja, glaube ich, mit unseren Bomben hier... Gut synergieren. Sehr gut sogar. Schade. Was ist denn mit Homing Bombs? Also Homing Bombs sind ja richtig unnötig. Kriegen eine Batterie, okay. Interessant, interessant. Hm. Was wollten wir jetzt nochmal? Wir wollten doch noch irgendwas machen. Ne, den goldenen Raum haben wir. Aber wir wollten Geld sammeln. Das war's. Geld sammeln. 5 Münzen fehlen uns noch. Oh, habe ich schon mal erwähnt, dass ich alles hasse, was irgendwie springen kann? Alles? Alles in diesem Spiel, was irgendwie springen kann, ist nervig. Alles. Oh Mann, da kann ja auch überall Geld drin sein. Diese Stacheln am Boden sieht man richtig schlecht, wenn sie eingefahren sind. Durch diese ganzen Rillen. Das sieht man sonst besser. So, The Sun können wir mitnehmen, da wir sowieso sonst nichts haben. The Sun wird uns aufheilen, wird die ganze Karte aufdecken und allen Gegnern im Raum Schaden machen. Da musste ich kurz überlegen, was denn The Sun überhaupt macht. Oh mein Gott, ich will hier nicht sein. Ich will hier wirklich nicht sein. Oh nein. Okay, wenn ihr euch selber umbringt, dann finde ich das gut. Willst du dich auch selber umbringen? Nein? Okay. Dann helfe ich kurz. Was ist das? Pheromone. Lieber nicht. Komm schon, ich brauche noch 5 Münzen. Oh. Ja, okay, das ist uncool. Das ist uncool, wir sind viel zu langsam. Ah. Jetzt haben wir auch keinen vollen Leben, um da irgendwie reinzugehen. Wir könnten The Sun einsetzen, um da reinzugehen. Aber hier ist ja noch ein Raum. Dann machen wir den erst davor. Da ist noch ein blauer Stein, den nehmen wir auch mit. 2 blaue Herzen. Okay, dann können wir auf jeden Fall in den Challenge-Raum reingehen. So. Perfekt. Tears down nehmen wir nicht. Dafür aber das Leben. Und die nehmen wir erst mit, nachdem wir im Challenge-Raum waren. Wäre mein Vorschlag jetzt. Vorschlag. 2 goldene Truhen, kriegen noch unser zweites Gabi-Item, was wir auch gleich reholen können für eventuell ein drittes. Oh. So, und irgendwo war ja, glaube ich, auch noch eine Batterie, oder? Guck mal, das lädt sich auf. Wegen der Batterie, die wir gekauft haben. Oh, jetzt können wir das zweimal in einem Raum verwenden. Nice. Perfekt. Moment. Einmal können wir das natürlich noch einsetzen. So. 2 Fliegis und Gabi-Item. Schade. Aber ein All-Stats-Up. Nehmen wir natürlich mit. All-Stats-Up mag ich. Mag ich sehr gern. Nehmen hier noch die beiden blauen Herzen mit.
Und sind dann, glaube ich, auch mit dieser Ebene soweit durch. Was auch immer für Pillen da oben waren, ich will es gar nicht erst wissen eigentlich. Wir haben alles, oder? Ja, sieht so aus. Da oben ist auf jeden Fall noch eine Batterie. Die werden wir uns auch noch mal kurz mitnehmen. Können wir sofort rerollen. So. Okay. Und wir sind rot geworden. Cool. Jetzt sind wir ein kleiner Faker Meat Boy. Und wir haben nicht genug Geld für was auch immer hier drin war. There are options. Schade. Schade, schade. Na gut, dann kaufen wir uns alles andere. Schlüssel brauchen wir nicht, brauchen wir alles nicht. Wir hätten eigentlich wirklich nur sehr Options uns kaufen wollen, tun, hätten. Aber naja, dann halt nicht. Boss haben wir schon besiegt. Dann sind wir endlich in der Marm-Ebene. Hat ja auch fast nicht lang gedauert. Wir sind der kleine Iron Man, ein kleiner weinender Iron Man. Meat Boy Man, Wan, Fan. Shan, Kentan. Okay. Einfach one-hitted. Passt schon. Hallo. Pau. Pau. Bitte nicht weggehen. Wow, das war knapp. Ah, okay. Haben wir geschafft. Sehr schön. Schrei ja nicht so rum. Einige Leute wollen schlafen. Wieso kriegen wir so viele Bomben? Boah. Und mit Libra hätten wir jetzt noch von jedem sechs mehr. Sechs Bomben mehr. Ah, oh, wir hätten Libra mitnehmen sollen. Was haben wir statt Libra bekommen eigentlich? Ah, ne, war in der vorletzten Ebene, ne? Ja. Na gut, dann. Aber dann hätten wir ja sehr Options kaufen können. Aber das wussten wir ja dann vorher nicht. Okay. Schwarzes Herz haben volle Leben. Finde ich ganz nett. So. Wir können uns auch überall raussprengen, fällt mir gerade auf. Wir müssen die Gegner ja gar nicht alle besiegen. Wir haben volle Leben. Und wir können uns überall raussprengen. Das machen wir jetzt. Wir sprengen uns überall raus. Ups. Da habe ich wohl aus Versehen den Bettler getroffen. Das tut mir leid. Ja gut, bei so einem einfachen Raum. Die kann man auch kurz machen. Okay, so ein Raum ist schon wieder assig. Geht weg, ihr Geister! Die bewegen sich so richtig assig und wir sind einfach zu langsam für den. Oha. Ich hasse diese Geister. Habe ich das schon mal erzählt? Nein? Okay, ich hasse sie. Ja, gut. Auf diesen Raum habe ich ehrlich gesagt keine Lust. Also, da wird schon wieder jemand zugucken. Okay, Leute, wie stellt man das aus, dass Leute bei Steam nachfragen, ob sie dir zugucken wollen? Beziehungsweise, wie stellt man das überhaupt an? So, ich habe keine Ahnung. So, hier ist noch irgendwo dieses Viech. Da ist das Viech. Und sieht der dann auch, wie ich das jetzt sehe, mit diesem Tube? Warte, ich nehme das gleich mal an. So. Bestätigen. Mal gucken, ob er gleich was schreibt. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall sollte er jetzt zugucken können. Bin ich ja mal gespannt. Du auch noch. Perfekt. Das ist Mom. Wir waren noch nicht im goldenen Raum. Den hätte ich aber gern noch. Einen goldenen Raum lasse ich nicht aus. Nicht mal, wenn ich dafür schneller zu Mom könnte. Nein, nein. Dafür bin ich viel zu gierig. Ich will immer mehr und mehr. Und da ist er auch schon. Guck, war doch gar kein langer Weg dahin. Und kriegen die Dead Sea Scrolls. Können wir einmal einsetzen. Und sie macht. Yeah, wir sind ein Pac-Man. Die Pickaxe, dein Ernst? Na gut, na gut. Den goldenen Raum hätten wir echt auslassen können. Sehr gut, ihr hattet recht. So, gut, der eine hat sich schon mal gut selbst umgebracht. Der andere versteht das nicht. Okay, doch, er versteht's doch. Hat auch gemerkt, dass er keine Chance gegen uns hat. Da
ist er ja, der Shop. Den wollte ich nämlich auch noch haben. So. Und... komm schon. Stirb. Stirb, 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 stirb. Nein. Der weicht das perfekt aus, ey. Boah. Voll der Skiller. Okay, brauchen wir alles nicht. Obwohl, wir wollten einmal rerollen, ne? Ne, 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 ich weiß es nicht. Ich nehme auf jeden Fall mal das Ding hier mit. Denn dann können wir einmal eben... welche Farbe hatte die Pille für 48 Stunden Energie? Hm. Und was war im Shop? Dead Sea Scrolls und dann? Haben wir das nächste mitgenommen gehabt? Ne, die Pickaxe. Das Dry Baby! Cool. Na gut, dann haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal das Blue Baby und Isaac besiegt damit. Denn das Dry Baby fängt einfach alles ab. Das gute alte Dry Baby. Verdammt, wieso ist der da? Jetzt muss ich den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Hallo. Zwei Bombis, okay. Brauche ich eigentlich nicht. Eigentlich brauche ich die wirklich nicht, aber ich verliere gerne Leben gegen Spinnen, also habe ich keine Leben verloren. Wir müssen noch schneller werden. Ah, wir sind zu langsam. Ich fühle mich wie eine kleine Schnecke. Eine kleine Maudado-Schnecke. Obwohl Maudado ja gar keine Schnecke ist. Ja, hi. Ja, spawnen die Gegner noch näher bei uns. Wieso tut sie das? Wieso? Wieso? Hör auf! Na gut, ich glaube, wir müssen uns bewegen mit dem Equipment, das wir gerade haben. Das ist ja öde. Ich bewege mich doch so ungern. So. Dann nochmal so. Dann nochmal so. Und ein Hit noch, dann sollte sie... okay, das kann auch lang, ja. Und wir werden auf jeden Fall zu dem Blue Baby gehen. Trollbombe, Bomben, Bomben, Bomben. Überall Bomben. Schade, dass das kein echter Devil Deal war. Aber okay. Boah, so langsam nervt das aber mit diesem Boob-Tube. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Wieso gehe ich hier rein? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, Reflex. Mir macht hier alles einen Schaden. Das war richtig dumm. Hilfe. Nein. Oh Gott. Okay. Wir verlieren einfach viel zu viele Leben wieder. Dabei haben wir das Dry Baby. Wir können eigentlich gar nicht verlieren. Pum. Pam. Pum. Noch ein Gegner? Natürlich noch ein Gegner. Hier, bitteschön. Ach, wir haben Homing Bombs. Oh. Homing Bombs. Los, Homing Bomb. Geh zu ihm hin. Los, Homing Bomb. Lauf zu ihm hin. Okay, bringt irgendwie nichts. Darf mir bitte raus? Dankeschön. The Tower. The Sun. Wir könnten eigentlich mal das dann einsetzen. Hier, so, bitteschön. So, und, wo ist der Boss? Da oben. The Sun zeigt einen sogar die Geheimräume an, okay. Und hier ist ab, warum nicht? Und hier wollen wir gar nicht rein. Auf Wiedersehen. Hier war schon offen. Die müssen wir besiegen, weil wir in den Geheimraum wollen. Mit drei Pillen, Bad Trip, Health Down. Wow, okay. Noch mehr Pillen, 48 Stunden Energie. Und Health Up, nice. Danke. 48 Stunden Energie behalten wir erstmal. Okay, gegen die will ich nicht kämpfen. Gegen dich auch nicht. Wir überspringen das einfach alles. Solange das noch möglich ist, warum nicht? Wir haben sowieso von allen genug eigentlich. So. Hauen wir auch hier ab. Tschüssi. Bye bye. Okay, die müssen wir jetzt leider besiegen. So leid es mir tut. Au. Au.
Mensch. Überall diese... Das sieht man vorhin auch gar nicht. Dieses blinke Zeug hier. Naja, egal. Gehen wir halt mal zu Teratoma. Übrigens, googelt niemals nach Teratoma. Das ist sowas von widerlich. Niemals. Habt ihr gehört? Davon kriegt man Albträume. Oh Gott. Und ich krieg Albträume von diesen ganzen Spinnen hier. Oh, Hilfe. Teratoma, ey. Das ist so ein Scheiß. So, zwei blaue Herzen, ja? Nee. Nehmen wir lieber das mit. Das gibt uns nämlich ein Evil ab. Hä, da wäre noch... Ich bin so blöd. Zwei blaue Herzen wären natürlich viel besser gewesen als ein schwarzes Herz. Verdammt, egal. Macht nichts. Wir gehen hier einfach mal rein. Vielleicht können wir unsere ganzen Items rerollen. Nö. Tja, zum Glück haben wir nur genug Schlüssel, um hier reinzugehen. Plam, 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 plam. The Hermit. Nee. Meine Hunde bellen schon wieder. Die bellen immer. Warum? Au. Why you do this, dogs? Okay, jetzt sind die eh schon alle tot. Ja, guck mal, haben sogar noch den Geheimraum gefunden. Wow, 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 wow. Schon wieder genau derselbe wie eben. Zweimal Health down. Okay. Interessant. Ah, ich will nicht gegen die kämpfen, ganz ehrlich. Warum sollte ich gegen die kämpfen, hä? Warum? Das ergibt... Ich muss gegen die... Au. Nimm das. Hä? Kann man sich im... Eben konnten wir das doch auch. Müsste eigentlich gehen. Warte mal. Geht nicht? What? Wieso geht das hier nicht? Eben ging es doch auch die ganze Zeit. Und Mams Herz haben wir immer noch nicht besiegt. Was? Der passt da durch? Du bist doch viel zu fett dafür. Passt er da einfach durch dieses eine Ding durch? Ich glaub's ja nicht. Ich glaube, meine Bomben sind ein bisschen stärker als deine. Ja, ja. Aber nur ein bisschen. So, leider haben wir gar nicht mehr so viele Leben, wie ich gerne hätte. Aber in diesem roten Stein kann, glaube ich, jedes Mal Leben drinne sein. Okay. Nee, nee, nee. Nein, nein, nein. Ich habe nein gesagt. Okay, ich bin gerade ein bisschen verwundert, dass wir hier keine Leben verloren haben. Dafür verlieren wir die hier. Ja. Ich würde gern... Oh, was richtig super wäre, wäre jetzt... Gabby's Paw. Ich würde nämlich gern meine ganzen roten Herzen irgendwie loswerden und nur noch blaue haben. Aber naja. Nee, nehmen wir nicht mit. Das ist der Boss. Wir haben leider nur noch 4 Leben. Achso, der war da oben. Okay, dann halt mit 4 Leben zu Adlifts. Warum nicht? Ach stimmt, wir können uns eigentlich hinter unserem Baby verstecken. Habe ich ganz vergessen. Shit. Wow, wir verlieren bei Mams Herz. Not bad. Dizzy, not bad. Das kriegt auch nicht jeder hin. Mit so einem OP-Kombo einfach bei Mams Herz sterben. Ist schon eine kleine Kunst. Ich bin zu langsam. Okay, doch nicht. Doch, bin ich. Natürlich werden wir wiederbelebt. Warum? Ich will doch gar nicht mehr. Nein, natürlich. Natürlich machen wir jetzt noch weiter. Wenn wir schon wiederbelebt werden. Damit wir nochmal die schöne Musik hier hören. Aber ehrlich gesagt, fände ich das auch gar nicht so schlimm, wenn das jetzt hier endet. Weil ich sowieso nichts freischalte. Erstens, ich habe dir den Seed vorgestellt und ja, die Folge geht halt auch schon 50 Minuten. Dann müsste ich das nicht so lange hochladen. Aber okay. Spielen wir halt noch ein bisschen weiter. Oh nein.
Okay, ich glaube, der wird uns einfach töten. Oder? Ja. Es sei denn, wir werden wiederbelebt. Nee. Ach, aber das Bild sieht cool aus von dem. Yay. Wie so ein Medizinball mit einer Knospe dran. Oder so. Jo. Na gut, das war also der Seed. Ich kann hier nochmal eingeben. Boop Tube mit Nullen statt O's. Wenn ihr den spielen wollt, dann könnt ihr das ja auch eingeben. Ist auf jeden Fall recht witzig. Und ja, das war der Seed. Da wir sowieso nichts freischalten konnten und mit Isaac sowieso schon alles haben und die Windstrake gar nicht noch mehr Minus gegangen ist deswegen, ist das eigentlich voll egal, dass wir jetzt schon gestorben sind. Schon, nach 50 Minuten gestorben sind. Und eigentlich wollte ich euch nur vorstellen. Und deswegen würde ich dann sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr noch morgen wieder einschalten würdet. Und dann bis zum nächsten Mal und tschüss.